Fährt auch voll noch sicher. Mieten Sie ein LKW ab 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, mein Name ist Daniel Haider. Ich bin 36 Jahre alt, spiele derzeit in der ersten Mannschaft vom DJK Adler Riemke. Spiele schon ein paar Jahre Senioren und das ist meine Wunschelf. Ich fange im Tor an, Ingo Karlmeier, damals beim SuS Wilhelmshöhe kennengelernt, Aufstiegsjahr 2001, 2002 war das, in der Landesliga. Nie einen besseren Torwart gehabt, gesehen, so motiviert, noch mit Mitte 30 war der da. Der war fitter wie die ganze Mannschaft zusammen, Bombenmann. Das wäre meine Nummer 1. Ja, Libero, ich bin ja noch vom alten Schlag. Libero, Sead Hakan, auch SuS Wilhelmshöhe. Auch schon Anfang 30 damals gewesen. Ist super Spieler gewesen. Auge kam damals von SV Solingen. Haben auch da ein bisschen höher gespielt. Bombenmann, Bombenfuß, Bombenauge. Also als Libero perfekt. Ja, Verteidiger Thomas Guder, der Gudi, Hiltrop. Kleiner, quirliger Mann, auch Jugend VfL Bochum gespielt. War dann auch ewiger Hiltropper als Spieler. Ist quirliger, kleiner Spieler gewesen. Den hast du ausgespielt und prompt stand er schon wieder vor dir. War richtig lästig, ihn als Gegenspieler zu haben. Deshalb umso besser, dass er bei mir in der Mannschaft gespielt hat. Ja, Kaki Föhrer. Damals die Zeit Spielvereinigung Gerte. Ja, Bombenmensch. Super Verteidiger, knallhart am Mann, hat zwar seine fußballerischen Defizite gehabt, aber die hat er durch Kampf und Lauferei wettgemacht. Wünscht man sich auch nur in der eigenen Mannschaft als Stürmer, sehr unangenehm. Ja, dann im Sechserbereich der Gideon, den habe ich letztes Jahr kennengelernt, im BV Hiltrop auch, junger Spieler, super Spieler. Spiel mit Ball, gegen den Ball, technisch sehr gut, Torabschluss sehr gefährlich. Hab kaum einen besseren Sechser gesehen, der bringt einfach alles mit, was so ein Mittelfeldspieler als Sechser defensiv und offensiv zu bieten hat, mit. Deshalb habe ich den auch da gerne drin in meiner Elf. Daneben Marcello Cardarello, auch ein Tier vom Herrn, war auch damals in SuS Wilhelmshöhe. War einfach zweikampfstark ohne Ende, spielerisch war der Bombe, Technik war super. Ne, kam auch von einer höheren Liga damals. Also war ein sehr wichtiger Mann im Mittelfeld, der hat 95% der Zweikämpfe gewonnen. Ja, als Zehner, den muss ich leider splitten. Das ist auch aus meiner alten Zeit, der Ingo Brehnbrücker. Das war der klassische Zehner, nie einen besseren Zehner gesehen zu der Zeit. Kam auch damals aus der Jugend VfL Bochum. Hatte alles, was ein Fußballer braucht, außer halt die Schnelligkeit. Aber die Schnelligkeit hat er dann wettgemacht mit Auge, mit präzise Pässe, mit Dribblings. Also den konnte man sehr schwer vom Ball trennen. Und deshalb teilt er sich die Position mit dem derzeitigen Zehner, den ich jetzt momentan habe, den Julian Chettler. Auch ein alter Zehner noch. Spielt die Bälle so, wie man sie haben will, als Stürmer in die Schnittstelle oben drüber. Hat dazu noch eine gute Technik, gute Freistoßtechnik und ja, bringt der Zehner einfach alles mit, was so ein Zehner braucht. Ja, als Außenstürmer damals Alp Agger, auch SuS Wilhelmshöhe, klein, quirlig. Und was ihn ausgemacht hat, war seine unglaubliche Kopfballstärke. Der ist gefühlte 2,50 Meter hochgesprungen zum Kopfball und war aber nur 1,65 groß. Super Techniker, guter Fußballer, guter Mensch vor allen Dingen. Andere Seite habe ich Bagdad Balu, der Buggy, auch fallschneller Mann am Ball, ohne Ball. Richtig schnell und kopfballstark, Flankenläufe, super. Flanken waren auch Bombe, Freistöße, die er geschossen hatte. Ist einfach ein Mann, der da reingehört. Ja, neben mir im Sturm ist dann der Yusuf Kaba. Ist eine sehr Bereicherung gewesen in meinem Stürmer-Dasein. Ich hatte damals mit 21 gewechselt zum SuS Wilhelmshöhe. Hab gedacht, ich bin guten, bis ich den guten Jungen hier kennengelernt habe und der hat mir dann erstmal gezeigt, was einen guten Stürmer ausgemacht hat. Das ist mit Abstand einer der besten Spieler, die ich hier kennenlernen durfte. Viel von ihm gelernt und deshalb gehört der auf jeden Fall in meine Startelf rein. Oben als Trainer habe ich mal nichts reingemacht, weil ich einige Trainer hatte, die einfach super waren.
ob das ein Konopka war, ob das der Vater Haider war, waren alles positive Sachen, die ich mitnehmen konnte von den Trainern. Auch derzeitig der Roger Dorni ist auch super im Training, lässt sich immer wieder was einfallen, abwechslungsreich, vor allen Dingen ist er auch modern. Deshalb lasse ich das mal offen, weil ich konnte von vielen Trainern einiges lernen. Das war meine Wunschelf. Schönen Tag noch. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.